Willkommen zurück bei The Witcher 1. Schauen wir mal, ob die Triss jetzt endlich mal nach Hause gefunden hat. Ich hoffe sie. Weil irgendwie sauft die hier den ganzen Tag in der Kneipe und kriegt ihren Arsch nicht nach Hause. Aber das werden wir jetzt gleich mal hier überprüfen. So. Ach, tagsüber sieht das alles doch viel schöner aus. So, wo unten die jetzt nochmal? Tagsüber sieht auch irgendwie alles anders aus. Triss Haus, da. Da. Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg gehen. Seid ihr krank? Seid ihr krank? Fragt er mich. Ja, bin ich. Was dagegen? So, na mein Kleiner, bist du wieder fit? Und die andere liegt bestimmt noch im Bett. Versoffenes Loch, ey. Das war ja klar. Scheiß Alki. Geralt. Triss, was Alwin betrifft. Triss, was Alwin betrifft. Hm? Ist er in Sicherheit? Ja, Rittersporn brachte ihn zu mir und erklärte mir alles. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Weiß Shani Bescheid? Nein? Dann sagt ihr, dass der Junge bei mir bleibt. Macht reinen Tisch. Ich werde es versuchen. Obwohl ich es lieber mit einem Rudel Ghule aufnehmen würde. Geralt. Ist die so schlimm, oder? Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Okay, jetzt muss ich ihr das irgendwie erklären. Oh je, oh je. Okay, werde ich mal versuchen. Ich werde mich mal teleportieren. Kalkstein. Und werde versuchen, ihr auf ganz sanfte Art und Weise das zu erklären, dass jetzt der Bengel bei ihr bleibt. Keller hier unten, Holztruhe. Was haben wir denn hier noch Schönes eigentlich für mich? Ach, da ist auch ein bisschen Kohle drin. Sehr schön. Hoffentlich kriege ich meine 500 jetzt bald. Oh, ein Buch. Sumpfungeheuer. Interessant. Gleich mal reinschauen. Sumpfungeheuer, ertrunken oder wollt zu. Viele Informationen über die Methoden, mit denen sie zu bekämpfen sind und darüber alchemistische Zutaten, die sich aus den Kadavern dieser Ungeheuer gewinnen lassen. Hm, ja, okay. Schön, schön. Eintrag hinzugefügt. Ja. Da ist ein bisschen Alk drin. Könnte ich brauchen. Ich muss erstmal wieder zu einem. Halt, falscher Knopf. Zu einem Händler gehen, meinen ganzen Scheiß verkaufen. Ich glaube, das mache ich jetzt, bevor ich zu Shani gehe. Ich hoffe, dass sie mir jetzt nicht böse ist. Allzu arg. Wo sind denn unsere Händler? Die sind ja gleich hier. Auf dieser Seite. Irgendwo da sind sie. Genau. Bauernhändler. Da war doch irgendwo so ein Antiquitär. Wo ist er denn? Ist er noch nicht da? Scheiße. Okay, dann vertick ich dir mal ein bisschen was. Was kann ich für euch tun? Verkaufen. Ah, die Ringe, genau. Ja, ja, ich krieg bald eine Rüstung. Ja, ich hab die Kohle. Endlich. So, perfekt. Wir können uns die neue Rüstung gönnen. Wo waren die jetzt nochmal? Bei den einen Händler da. Bei den Waffenschmied. Genau, da müssen wir jetzt kurz hingehen. Waffenschmied. Der Händler dort verkauft gutes Essen. Ist so schwer zu bekommen. Ja, ja, gutes Essen. Bla, bla, bla. So, sobald ich dann bei dem Händler war, gehe ich dann erstmal zu Shani.
Shani, Shani, Shani. Den muss ich schon erwarten. Ganz böse. Aber erst geht's um mein leibliches Wohlergehen. Herr? Darf ich mich mal umsehen? Wie ihr wollt. Rüstung. Yeah. Wow, geil. Oh. Aha. Fett. Exzellente Lederjacke. Ja, halt. Ich möchte aber die alte. Toll. Okay, die alte bleibt wohl liegen. Scheißegal. Auf jeden Fall bin ich jetzt ein bisschen besser geschützt. Perfekt. Auf zu Shani. Ich hoffe, dass sie schon bei der Arbeit ist. Werden wir ja gleich sehen. Hallo, Shani? Du nicht hier? Nein, ist sie wohl nicht. Okay, dann ist sie zu Hause. Quests. Die Quelle. Na, ist sie noch zu Hause. Na, gehen wir da mal hin. So. Ich glaube, das war irgendwo ganz da hinten. Du bist auch wieder hier. Was wollt ihr? Handeln. So, einmal das hier verticken. Einmal das hier verticken. Was ist denn dem? Das auch. Alter Kundler. Was gibt's? Was braucht ihr? Lass mal sehen, was du noch hast, so. Über Pflanzen. Zu identifizieren. Die sollte ich mir mal kaufen. Jetzt habe ich ja wieder die. Aber da fehlt mir ein bisschen Gold. Scheiße. Das ist zu billig, wenn ich das denn verkaufe. Ey, du zahlst ja voll beschissen, Mann. Ist ja unglaublich. Können wir auch später mal noch kaufen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hallo, Shani? Bist du zu Hause? Ist alles gut, Geralt? Junge zu Triss. Ich habe den Jungen bei Triss gelassen, damit er in Sicherheit ist. Wie konntet ihr? Sie hat euch verzaubert. Geht mir aus den Augen. Ich werde euren Namen vergessen. Na toll, bei der hab's jetzt voll verkackt. Es wird Zeit, Triss wiederzusehen. Na, super, ey. Was macht ihr denn hier? Ich wollte euch besuchen. Ihr seid hier nicht mehr erwünscht. Kehrt zu eurer Zauberin zurück. Also gut, die hasst mich. Schön. Was soll's? Da werde ich mal tun, was sie sagt und zur Zauberin zurückgehen. Tja, voll beleidigt jetzt, nur wegen so einem kleinen Junge, ey. Mein Gott. Oh, Kalkstein. Darüber. Weißt du, hast halt auch nicht so einen schönen Teleporter bei dir im Haus stehen. Der bringt nur Ärger. Ich muss dich jedes Mal suchen. Jetzt, wo man den nicht braucht, läuft er die ganze Zeit hier rum. Das gibt's ja nicht.
Man vergisst so viel. So. Einmal Teleport. Also in dem Spiel ist man auch echt viel unterwegs, ey. Jetzt habe ich noch Platz zum Plündern. Der hatte noch irgendwo Alkohol, ich glaube unten. Da nicht. Ah ne, das war. Zu Triss. So. Sag mal, pennt die immer noch? Das darf ja nicht wahr sein. Geralt. Die ganze Nacht durchgefeiert, ey. Ja, ich hab mit Shani gesprochen. Sie hat es eingesehen, aber trotzdem nicht gerade gut aufgenommen. Gut, dass das geklärt ist. Alwin braucht jemanden, der sich mit Magie auskennt. Geralt, ich wollte mit euch über die Zukunft reden. Über uns. Triss. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich wüsste nur gern, wo wir stehen. Können wir das später machen? Ich habe einen Auftrag und der Kunde kann nicht warten. Bitte denk darüber nach, Geralt. Wir müssen nicht reden. Ein symbolisches Geschenk wäre genug. Sagen wir, ein Ring. Könnt ihr nicht einfach meine Gedanken lesen? Ich könnte, aber ich will nicht. Wenn ihr mir einen Ring gebt, betrachte ich ihn als ein Versprechen. Wenn nicht, versuche ich es zu verstehen. Adieu, Hexer. Ja, zwischen Scheißring, wo ich am kommt der auf einmal her? Geralt, wie geht es Alwin? Immer müsst ihr eure Nase in alles reinstecken, Rittersporn. Nur so eine Frage. Quält euch etwas? Sie ist nur... Ach, ich weiß auch nicht mehr. Gehen wir. Auf leeren Magen kann ich nicht über Frauen reden. Aber... Kein Aber. Soltan und ich sind zum Trinken verabredet. Ein Zwergensöldner und ein fahrender Sänger, der alle losen Weiber in der Stadt kennt. Bessere Ratgeber könnte ich mir nicht wünschen. Gehen wir. Immer am Saufen, ey. Wahnsinn, das Spiel. Also oder ficken oder saufen. Brutal, echt. Nee. Ich kann dir hier die Ausdrücke sagen, ich spiele sowieso FSK 18. Hallo, Soltan. Seid gegrüßt, Rittersporn. Geralt. Unser Ungeheuertöter sieht verbittert aus. Ist was passiert? Nichts, das ihr wissen müsstet. Geralt erlebt eine kognitive Dissonanz, eine unangenehme Spannung als Begleiterscheinung des Auftauchens zweier widerstreitender Wahrnehmungen, seien es Gedanken oder Urteile, in einer Person. Rittersporn, ihr redet nur Mist. Einfach ausgedrückt, er kann sich nicht entscheiden. Ich nehme an, die Dissonanz betrifft... Meine Dissonanz geht euch nichts an. Falsch. Wir sind eure einzigen Freunde, Geralt, und Freunde helfen einander. Ihr werdet schon sehen, wir trinken, plaudern und danach wisst ihr genau, was ihr wegen Triss tun müsst. Irgendwie glaube ich das nicht. Der Wodka ist so kalt, dass er brennt. Meine Herren... Prosit. Zum Teufel mit allen Dissonanzen! Wow, lecker! Es geht doch nichts über einen guten Schnaps. Nicht schlecht. Nebenbei, Soltan, warum trinken wir aus Bechern? Ich schwöre, ich habe Gläser gesehen. Ernste Probleme erfordern ernste Lösungen. Halbe Sachen bringen da nichts. Einverstanden. Aber nur halbe Portionen für Rittersporn. Er faselt auch so schon genug. Hört auf zu quengeln wie ein verzogenes Kind und spuckt es aus. Triss ist eine tolle Frau. Aber? Ich bin ein Hexer. Dazu bestimmt, Ungeheuer zu töten. Kommt mir nicht mit diesem Schicksalsquatsch, Geralt. Mir ist schon lange klar, dass dieses jämmerliche Gefasel über Itlinne und so weiter ebenso Mist und Humbug ist wie diese Dissonanzen. Vielleicht habt ihr recht. Aber ehrlich, könnt ihr euch mich als Flickschuster oder Bauern vorstellen? Hm,
Nein, ich verstehe, was ihr meint. Verdammt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Niemand hat gesagt, dass ihr aufhören müsstet, Ungeheuer zu töten. Richtig? Hat sie nicht gesagt. Lasst mich das erklären, Rittersporn. Wenn eine Frau es nicht sagt, heißt das nicht, dass sie es sich nicht wünscht. Die sagen oft, sie wollen etwas, dabei wollen sie in Wahrheit das Gegenteil. Amen. Darauf trinken wir. Da gibt sich voll die Kante mit dem, ey. Tolle Idee. So stark, dass einem die Tränen kommen. Ich sage euch, wie das mit den Damen ist. Man kann theoretisieren und spekulieren, bis der Arzt kommt. Aber man kommt nie dahinter, was in deren Köpfen vorgeht. Frauen kann man einfach nicht verstehen. Sehr originell, Rittersporn. Spottet nur, aber ihr könnt mich nicht stoppen. Das Problem ist, ihr wisst nicht, was ihr wollt. Und ihr wisst nicht, was ihr da redet. Ich hatte nie eine Familie, aber ich bin Dichter. Mit Menschen kenne ich mich aus. Sagt mir nur eins, wollt ihr eine Familie gründen oder nicht? Ja, Rittersporn, so einfach ist das nicht. Ihr wisst, was ich meine. Wenn dieser Schlamassel ringsum nicht wäre, die Skoyatel, der Orden, die Salamander. oh ja. Wenn ihr nur wüsstet, wie sehr, Rittersporn. Gut, die Familie ist die grundlegende Zelle der Gesellschaft. Scheiß drauf, ich hab Schluck auf. Darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Ich will nur sesshaft werden. Das habe ich schon mal gehört. Trinken wir doch was. Ich krieg den verdammten Schluck auf nicht los. Boah, jetzt ist aber gut, ey. Ich weiß, wir gehen in ein Hurenhaus. Das wird euer Junggesellenabend. Rittersporn, falls ihr es nicht gemerkt habt, wir reden hier über Beziehungen. Außerdem lassen die mich nicht rein. Ich bin ein dreckiger Anderling. Im Haus der Nacht zählt nur das Gewicht der Geldbörse. Außerdem schuldet mir Madame noch einen Gefallen. Geralt, seid nicht so ein Spießer. Gibt es dort Zwergenfrauen? Na klar doch, das ist das beste Hurenhaus in ganz Temerien. Also, Geralt, kommt ihr mit? Ich sage euch, nichts macht den Kopf so frei wie ein Besuch im Hurenhaus. Also gut, gehen wir. Einen zum Abschied! Wow! Total Absturz. Scheiße. Okay, Leute. Jetzt gehen wir noch die Volllaber ein bisschen. Der kann gar nicht laufen. Bis ich oben bin. Scheiße. Das fängt ja gut an. Sag mal, pennt die immer noch? Das gibt's ja nicht. Dicht. Der kann ja fast nicht mehr laufen. Oh je, die wird jetzt schön voll labern, ey. Geralt, ihr stinkt und habt alle Nachbarn geweckt. Was für ein Vorbild seid ihr denn? Ich bin dann weg. Ich bin dann weg. Ey. Darf ich wenigstens noch pennen hier? Hallo? Geralt. Ja, schlafen. So, nach dem tollen Rausch hier. Bis zum nächsten Morgen. Ich glaube, das brauche ich jetzt. Hallo? Das ist... Ach, ist morgen. Ach, scheiße. Dann bis zum Mittag halt. Jetzt muss ich nochmal zu der rüber torkeln. Los, red mit ihr. Scheiße.
Oh mein Gott. Bis ich dort ankomme, ist Weihnachten. Boah. Voll dicht. Gerd. Ja, ich weiß. So, jetzt aber. Das reichen 4 Stunden, oder? Machen wir erstmal bis zum Abend, würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, nach dem tollen Junggesellenabschied verabschiede ich mich auch mal für diesen Part und wir sehen uns im nächsten. Ciao.